So, ich muss mir noch ein paar Aufträge krallen, aber vorher will ich noch einen Raum der Wünsche, um nach meiner Ausrüstung zu gucken. Um ehrlich zu sein. Ah, b-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 
Hast du gerade gerülpst? Okay, das war lustig. Na, oh, scheiße. Warum habe ich so viele Mondkälber? Interagieren, interagieren, dauert noch ein bisschen. Interagieren. So, hier hast du was zu fressen, ne? Und dann kriegst du auch gleich noch ein... Ah, die sind echt süß. Du kleiner Vielfraß, nicht so viel auf einmal. So, ich müsste aber jetzt eigentlich genug haben. Na komm, Niffler. Wie, du bist noch nicht bereit zum... So, jetzt aber, hm? Arresto Momento. Hier, komm, jetzt. Das war gerade wohl ein bisschen gebackt. Also der Tiergarten ist schon chillig. Ich glaube, wenn du da richtig Zeit und Leidenschaft reinsteckst, kannst du dir einen richtig schönen Tiergarten holen. Oder machen. Gut, gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Es freut dich sehr, dass ein Schüler sich so wohlfühlt. Ja, das sieht doch schon wieder ganz anders aus. Graforn. Ich glaube, das ist hier. Ja, hier sind ja nur Testrale, ne?
Ich habe schon wieder gedacht, es wäre meine PlayStation. Aber es ist meine Spülmaschine, wieso? Der lässt sich's gut gehen. Eieiei, sowas aber auch. Okay, ist ein bisschen gruselig, aber schon schick. Du willst auch was zu fressen? Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich zwei von denen habe. Interessant. Aber ich glaube, das ist falsch. Sehr, dass ein Schüler sich so wohlfühlt. Graf Forns, was ist denn das? Legendär. Sonnenhut aus Stroh. Gut, ist ja jetzt nicht so tragisch. Ich will mal was gucken. Ist es vielleicht die Brille? Oh mein Gott. Sieht ja mal nach... Ah, schwierig. Noch passt der Hut besser. Was macht die Brille denn so gut? Offensive. Ja, das ist ja nicht das Problem. Silberne Halbglasbrille. Die sollte ich mal vielleicht... benutzen, dass ich diese hässliche... Das geht nicht. Okay, verstehe. Vollständig verbessert. Na gut. Dann mache ich das anders. Wir machen jetzt hier einfach mal so eine Dingsbums. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Hier nach Hogsmeade. Und dann gehe ich nochmal in einen von den Läden und gucke mal, ob ich da noch irgendwas an Rüstung oder... Wo ist denn hier der Schneider? Zaubereigeschäft. Schriftrollen. Sportbedarf. Dracheneffekte. Im 3-Besen-Treffen. Oh, das hätte ich... Machen wir das mal. Platz von Hogsmeade. Honigtopf. Stepley und Söhne. Lokale Teehaus. Schnabel und Brut. Tierwesenbedarf. Neues und ein bisschen Nebenprodukte für Tierwesen. Madame Smellix Lok... Friseurgeschäft. Tränke. Saatgut. Samendünger. Ist doch hier auch. Bekleidungsgeschäft. Mache ich das mal. Wie gesagt, ich möchte diese hässliche Brille mal loswerden. Hallo. Sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Erstmal Gegenstände verkaufen. Ah. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das glaube ich dir aufs Wort. Seltsame silberne Brille. Ich würde die gerne
Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Schlafanzug. Der wurde nicht hier gekauft, oder? Der ist vielleicht auch nicht schlecht. Oder der hier. Sonnenhut aus Stroh. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Nee, den habe ich ja schon. Drachenaugenbrill. Die Brillen sehen alle so scheiße aus. Komm, kauf mir die mal. Warum nicht? Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Ah, vom Hut bin ich nicht ganz überzeugt. Sie haben ein gutes Auge für Mode. So wie ich aussehe, mein Freund, habe ich das nicht. So, jetzt will ich hier nochmal gucken. 74, okay, Outfit habe ich nichts Neues. Nachtgewand für Naturliebhaber, das hört sich auch irgendwie weird an. So. 79, 80 zu 60, okay. Jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Nachtgewand für Naturliebhaber. Ja gut, das habe ich halt verbessert. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. So. Gut, was habe ich denn jetzt hier? Wird natürlich nirgends erwähnt. Es sieht schon nicht schlecht aus. Das muss man dem Kerl lassen. Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten reingezogen hat. Ungewöhnliches Mädchen. Das ist doch kein Problem. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ja, kein Problem. Ich werde jetzt erstmal was verbessern. Dazu muss ich zurück nach Hogwarts. Ja, das wird jetzt eine Folge, wo wir uns ein bisschen um Ausrüstung kümmern und allem drum und dran. Ich habe aber das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Wir kommen zwar auch so gut durch, aber ich möchte halt echt nicht. So, Eigenschaften. Durch Spinnen, durch Trolle, durch Straßen, unverzeihlich. Erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Erhöhter Zauberschaden während versteckt durch Desillusionierung, durch chinesischen Kaukohl, Schaden durch alle Pflanzen, durch alte Magie, Confringo. Ich könnte hier natürlich... Warte mal. So, ich benutze Confringo ganz gerne, ne? Confringo und Diffundo. Ich glaube, Diffundo und Glazio sind meine Lieblingskombination. Dann gucke ich mal, ob die Findo, ob das eine gute Eigenschaft ist. Ingrenzo, warte mal, das ist eine Confringo. Bombarda. Trifft aus mit Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden. Wenn er trifft Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden. Okay. Brandausbrüche. Confringo. Ja, aber dann bringt das doch nichts mehr, oder? Das Verbrennen.
Crucio klingt blöd, aber ich nehme Crucio. Will ich jetzt mit reinsetzen. Was haben wir hier? Erhöhter Schaden mit Defendo. Ja, das ist okay. Dunkle Straßenköder brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Ich hätte gern generell ein bisschen mehr Verteidigung. Eigenschaften 2. Ah. Eigenschaften 1, 2 und 3. Confringo, warte mal. Confringo, Stufe 3. Machen wir Confringo, Stufe 3. Nein, ich habe kein Kniesfell mehr. Expelliarmus. Okay. Grausamkeit 3. Diese Eigenschaft ist zu mächtig. Okay, Grausamkeit zur alten Magie. Schienenkaukohl. Okay, hier bleibe ich aber mal dabei. Platzwunde 1. Was haben wir hier? Platzwunde 2. Durch dunkle Straßenköder brauche ich jetzt nicht. Ich will mal gucken, ob ich hier unentdeckte Eigenschaften. Ne, Entwaffnung. Erheblicher Schaden. Da kann ich eh nichts machen. Imperio-Zerile verursachen einen deutlich höheren Schaden. Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Dann könnte ich den. Aber eigentlich bin ich da nicht. Deutlich durch Inferi, durch dunkle Straßenköter, durch alle schädlichen Zaubersprüche. Das klingt fair. So. Grausamkeit. Grausamkeit. Ja, Grausamkeit 1 bleibt auch da drin. Erhöhter Schaden durch alte Magie. Confringo. Defundo. Warte mal, wie oft habe ich das denn jetzt? So. Zerstörung. Platzwunde. Ich mache hier nochmal eine Platzwunde rein. Gut, dann gucken wir mal. Hier, kann ich was machen? Natürlich, gucke mal. Gucke mal. Perfekt. Fewupas. 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 Jobber Nolz. Fewupa und Jobber. Hab ich die? Ja, ne? Hier sind nur Spektrale drin. Nee, nicht Verwuppers. Und, habe ich vergessen. Diese Namen, ne? So, 3. Wuppers. 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 Jobbernoll. Da gibt's doch bestimmt auch so ein. Ja, bunter Vogel. Wupper und. Jobbernoll, die blauen. Okay, von denen habe ich ein paar. Gucken wir mal. Ich glaube, die sind hier nicht. Ne, Vögel hatte ich hier keine. Hatte ich wirklich diese Fubas? Ich meine, nein. Müsste ich mir mal ein paar zulegen. Jobbernoll, Jobbernoll, ja, okay. Ja, ich habe keine. Na gut, ist aber nicht schlimm.
weiß ich, was ich demnächst machen muss. Ich will auf jeden Fall mit der Dame jetzt weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Da werde ich gleich nochmal nachgucken bei OBS. Ich sitze ja hier auf der Couch. Dementsprechend ist das gerade ein bisschen schwierig. Aber während wir reisen, sagt er, mein Akkustand vom... Ja, easy. Gut, dann machen wir beim nächsten Part hier weiter. Muss ja nicht immer hier so eine Stunde sein. Ja, dann bis gleich.